Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich einfach euch zeigen, die spanische Zukunftsform El Futuro Perifrástico. Und zwar, da zeige ich euch einfach mal die, wie man es bildet und ein paar Beispiele dazu. Gut, also fangen wir an mit der Bildung. Das Futuro Perifrástico wird gebildet, indem man ir, also gehen, mit A verwendet und dann plus den Infinitiv von dem anderen Verb. Also ein Beispiel. A donde vas a ir en las vacaciones? Also dann haben wir hier dieses ir a plus den Infinitiv dieses Verbes ist dann halt hier ir. Da das dieses ir a ist futur colloquial, das heißt umgangssprachlich. Und da das ihr plus ihr, wie das hier ist, das ist also eine schlechte Aussprache sozusagen, also zweimal ihr, das ist eigentlich schlecht. Deshalb würde man dann zum Beispiel ein anderes Wort schreiben, anstatt, also dieser Satz würde dann heißen, wohin würdest du in den Ferien gehen? Da könnte man anstatt ja gehen benutzen, könnte man ja reisen oder so. Deshalb hier, ¿a dónde vas a viajar en las vacaciones? Viajar heißt dann reisen. Gut, also so bildet man das dann besser. Dann habe ich hier noch ein Beispiel. ¿Qué vas a hacer en las vacaciones? Das heißt, was wirst du in den Ferien machen? Und dann hier noch ein paar Beispiele. Und dann in diesem Futur Perifrástico, da kann man auch noch andere Formen benutzen. Anstatt dieses ir a, kann man auch noch quiero plus Infinitiv, pienso plus Infinitiv und prefiero plus Infinitiv. Das sind einfach drei Formen, wie man dieses machen oder ich gedenke, dass ich das und das machen werde, anders ausdrücken kann. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Beispiele. Por la tarde voy a jugar al fútbol. Das heißt wieder, ich werde das und das machen. Dann habe ich hier, por la tarde no pienso estudiar para historia. Das heißt sowas wie, ich gedenke nicht, dass ich History, also Geschichte lernen werde. Heute Nachmittag. So, ja, das ist einfach dieses Futur Perifrástico. Und ja, das war es eigentlich auch schon von diesem Video. Ich hoffe, ich hat euch irgendwie geholfen. Und vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Ciao.